Ich frage mich, ob irgendwas passiert, ob man einen Pasch würfelt. 6. 6. Na, wenn das mal, das mal kein Pasch ist, ne? Ja, Schoko macht glücklich, Söldner der blutroten Klinge, Schokozwerg. Ist halb tot bei der Reise. Hat das gesamte Proviant ausgelöscht. Und ist plötzlich wieder komplett geheilt. Verbrennen wir? Kriegen wir Feuerschaden? Nein. Wir kriegen nur einen heißen Arsch. Heißer Hintern. Ja, südliche Steinklippen. Schön. So, es reicht schon, wenn wir nur mit Linksklick alles durchschnitzeln. Nein, wir wurden angegriffen. Böses Vieh. Naja, müssen wir halt einen neuen Kombozähler aufstellen. Böse. So, was hat das Vieh für uns bereit? Ich benutze schon wieder diesen komischen... Ich töte mich selbst Angriff. Das will ich doch nicht. Goldgier. Oh, tut mir leid. Irgendwie wird man hier direkt als irgendetwas abgestempelt. Finde ich nicht okay. Das schürt nur Vorurteile und Schadenspunkte. Naja, wir müssen Kupfererz finden. Irgendwie. Das ist Bonusaufgabe. Und wieso stehen die hier? Weil man die nicht tragen kann. Man kann sie schieben. Ah, man soll sie da drauf schieben. Oh mein Gott. Ernsthaft? Ernsthaft. Dann machen wir den anderen Schwand auch nochmal kaputt. Ne, einfach weil wir können. Und weil wir für andere Spieler auch ein Vorbild sein wollen. Wir sind leider viel zu leicht. Wir kriegen das nicht hin. Genau. Und kriegen zwangsläufig Fallschaden. Das heißt, wenn man zu diesem Zeitpunkt keine Heiltränke hat und ungefähr einen Lebenspunkt besitzt, kann man sich das schon ziemlich in die Nase pfeifen. Ja, Abwechslungsreichtum. Ein wunderbares Wort für den Duden. Schneller Ekoloch. Und irgendein rotes Mopfvieh. Ja, ach nee, ich wollte das ja in einer bestimmten Zeit machen, ne? Au. Böse. Was ist denn mit dir? Du bist rot angelaufen. Du musst sterben. Was war... Das? Ach so, ich denke, daher habe ich den schnellen Ekoloch jetzt nicht besiegt, oder? Moment, was war denn das auf der Karte? Was ist das da oben auf der Karte? Ich verstehe es nicht. Naja, wir haben nur noch ein paar Minuten. Dann werden wir gleich nochmal den schnellen Ekoloch versuchen und dann volle Pulle auf den draufhacken. Oh ja, ein völlig neues Gebiet. Wie konnte ich nur mit einem alten Gebiet rechnen? Es müssen ja ständig neue Gebiete hinzugefügt werden.
Ja. Wunderschön. Und weil ich dieses Gebiet nicht kenne, gibt es ja auch keinen Pott. Und keine komischen Seelen, die mit uns reden oder tanzen wollen. Nein, überhaupt nicht. So, was ist das? Terra Seelenrelikt. Schön. Terra, unsere Erde, hat auch eine Seele. Merkt es euch. Behandelt unsere Mutter Natur gebührend. Nämlich seid lieb und nett zu ihr. Denn sie hat euch geboren. Genau. So wie man es halt in der richtigen Grammatikform spricht. Sip. Hm, fuck, jetzt habe ich wieder die Zeit vergessen. Wir haben weniger als 1,5 Minuten. So, so. Interessiert ja keine Sau. Denn wir brauchen die Zeit für den Bossgegner, der hier kommt. Na, kommst du direkt, Bossgegner? Nein, natürlich nicht. Ich muss erst die ganzen Halunken richten. Oder die Halunken richten mich, weil ich habe so wenig Lebenspunkte. Und so wenig Zeit. Ich habe weniger als 1 Minute. Ah, fuck. Und ich krieg sehr viel Schaden. Ja, das hat nicht so ganz hingehauen. Und mit der Zeit, das kriegen wir auch nicht hin. Wenn wir nur noch weniger als 1 Minute haben. Ja, ja. Ich wollte gerade was süppeln, aber das ist ja egal. Gut, müssen wir eh nochmal machen. Yeah! Nicht, dass man den unter deinen Wappenrock schauen könnte. Niemals. Hoffentlich kriegen wir zumindest goldenes Gnollleder oder sowas. Dafür haben wir die Kriegsaxt gefunden. Also, diesmal haben wir den Sidequest nicht geschafft. Ich bin ein Versager. Ob ich mich danach immer noch hätte umbringen können? Jetzt darf ich nicht mehr angreifen. Ja. Geht doch. Rang B, Rang A. Ich bin ein Versager. Kupfererz haben wir nicht gefunden. Schwur der Ehre. Aber den Schwur der Ehre haben wir. Interessant. Magisches Pulver. Diding, diding, diding. Dass das immer so auf und ab hüpft, ist irgendwie auch doof. Da kann man das erstmal nicht so gut lesen, was das dann echt für ein Item ist. So. Zurück zur Stadt. Machen wir es direkt mal erneut. Ich will diesen schnellen Ekoloch besiegen. Da ist ja nichts bei. Also, das war der dritte. Nicht wahr? Müsste doch. Nee, der zweite. Weniger als 3-mal kampfunfähig werden. Ja, alles klar. Kupfererz, dann können wir es diesmal auch Zeit lassen. Den schnellen Ekoloch besiegen. Und weiß ich nicht. Kann man sich hinsetzen. Sowas wie Sit. Befehl existiert nicht. Das ist schade.
Bleiben wir einfach stehen und schauen, was er macht. Wir hätten was aufnehmen können. Ja, stattdessen jubelt er komisch vor sich hin. Böser Kameramann. Geh weg. Weg, sag ich. Ein wütender Bauer will seinen Hof verteidigen. Zerstören wir jetzt einfach mal alles, was uns in die Quere kommt. Und ich werde nach diesem Run eine kleine Aufnahmepause machen. Weil die Toilette sucht nach mir. Sie möchte, dass ich zu ihr komme. Ich muss da ein Geschäft vollrichten. Mich entleeren. Ach, jetzt hat er mich tatsächlich erwischt. Und ich erwische mich auch ständig. Weißt du, vorhin treffen die überhaupt kein Scheunentor und jetzt auf einmal... Hit, hit, hit. Unglaublich. Unmöglich. So, so, so. Irgendwo muss dieses komische Kupfererz zu finden sein. Kann ja nicht einfach sein, dass wir es einfach nicht finden. Da ist noch ein Haus. Häusle. Und da ist noch eine Kiste. Und das wartet für diesen Raum. Blub, blub, blubbidi blub. Ach, und der Kombozähler ist auch wieder für die Hose. Was? Eiskristall. Wo bist du? Hier hinter? Das Spiel ist buggy. Okay, es ist in der Beta, aber trotzdem. Ich komme nicht an Items dran. Das ist schade. Vom Eiskristall brauche ich, glaube ich, um irgendetwas zu machen, ne? Hm. Ach komm, gehen wir da. Wenn das andere Teil sich nicht schieben lassen will. Wenn es mich nicht mag. Was soll ich nur machen? Was soll ich nur sagen? Kaputt. Runterfallen. Aufpassen, dass wir nicht zu viel Falling Damage kriegen. Hey, diesmal haben wir ihn nicht bekommen. Interessant. Also würde man nur sterben, wenn man wirklich nur zu dumm ist. Oh, verdammt, jetzt kommt ja der schnelle Echo noch. So, dann lade ich eben noch meine Lebenspunkte auf. Hätte am liebsten den Combo-Zähler hochgetrieben, damit ich dann jetzt auch viel Schaden an ihm mache. Das Haus fliegt in die Luft. So, jetzt bist du dran. Wie viel Zeit habe ich? Was? Wie soll man den denn besiegen, wenn er direkt abhaut? Good joke. But I don't like. Ein Seherrelikt, und wenn mir jetzt irgendetwas auf den Kopf fällt, bin ich tot. Wegen dem wunderbaren, innovativen XE-Move. Will ich jetzt aber zumindest den... Wie heißt es? Den... Das Kupfererz finden. Saufen wir uns
zu Tode. Der Eiskristall. Wo auch immer er jetzt ist. Nicht bei mir. Da, da, da. Kein Kupfererz. Döp, 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 döp.